Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier mit niemand Geringerem als Eric, der mich seit bald einem Jahr begleitet auf meinem Weg, oder auf unserem Weg viel besser. Eric hat jedes Restaurant mit mir probiert. Ja, er kriegt immer was zu essen, so. Die Frage können wir aufhören. Aber Eric hat auch immer gesagt, du musst mal zu mir kommen und das probieren. Das mache ich heute. Kennt ihr das nicht? So, jeder hat ja so seine Lieblingsspots und man will seine Lieblingsspots auch immer so jemandem zeigen. Du hast sie jetzt noch nicht gesehen und dann können wir es ja allen zeigen. Oder? Ich kenne es auch und wir tun es auch. Aber heute checken wir Erics Lieblings-Foodspots ab. Mignon. Okay, Bro, wir sind beim ersten Spot angekommen. Bin gespannt, Digga. Was sagst du als allererstes vom Aussehen? Feels good to be back. Nein, also vom Aussehen her, sage ich ehrlich, ja, sieht jetzt nicht so krank aus, aber... Es muss schmecken und ich war dabei, als Eric so Freunden aus Bonn gesagt hat, wo wir hingehen und alle meinen, boah, sehr gut, dass ihr da hingeht. Also, wird schon passen, ich bin gespannt. Wir machen es so, du sagst einfach, okay, was du bestellen würdest und das esse ich dann. Boah, erstmal hier auf jeden Fall ein stolzer Spieß dahin. Alter, der ist richtig... Okay. Dankeschön, danke sehr. Das ist quasi kleine Portion zum Teilen, ne? Oder das esse ich alleine. Und dann sagt er mir immer, oh, seitdem ich bei dir bin, habe ich so viel zugenommen. Immer so nach Feierabend hierher. Und vielen Dank. Was ich mir direkt gedacht habe beim Reinkommen, mit jedem Mal, wo man tiefer in den Laden reingeht, wird der krasser. Ja. So, man kommt rein und sieht, oh, okay, dieser Fleischspieß, der ist real. So, dann ist hier hinten drin auch wirklich richtig hübsch für so einen Imbiss. Und wenn dann das Essen auf dem Tisch steht, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Beste Voraussetzung. Oh, ich mag auch scharfe Soße, okay. Mhm. Boah, das sieht aus wie ein Milkshake. Der Eimer aus der Maschine ist ja different. Hast du schon mal gesehen sowas? Nein. Nein? Prost erstmal, Minium. Danke, dass du mir deinen Spot zeigst heute. Ja, sehr gerne. Sehr gefährlich. Was ich immer daran liebe, ist so diesen Schaum so zu essen. Schmeckt wirklich so extra schaumig so, ne? Ja, no joke. Der Schaum oben ist auch das Geheimnis. Ich bin so ready für heute. Zwischen Eric und mir ist immer so ein kleines Spaß-Battle. Zwischen Bonn und Köln. Wir sind heute in Bonn. Und ich schwöre natürlich auf Köln. Aber Eric will mir heute Gegenteil beweisen. Man muss sagen, Köln hat mehr Auswahl. Mhm. Ist so. Bonn hat auch schöne Spots. Viel weniger schöne Spots, aber sehr, sehr schöne Spots und ich freue mich wirklich, die auch zu zeigen und ich bin ernst gespannt auf deine Meinung. Womit fangen wir an? Nimm dir einen davon, geh in die Knoblauchsoße rein. Erstmal ein bisschen Zitrone. Und gönn's dir wirklich mal rein. Dankeschön. Boah, ich fühle, das seht ihr auch endlich mal vor der Kamera, wie Eric das immer einen ablacht, sonst hört man das schon. Wow. So, seitdem ich diesen Spot entdeckt habe, ne, ich muss so einmal die Woche hier hinkommen. Dann noch du so hast eine in diesem Kräuteröl, was du oben drauf hast, hast du auch nochmal richtig viel Geschmack drin. Und das Fleisch ist ultrasaftig. Das ist auch so ganz anders irgendwie. Ganz anders. Also so ultraölig, aber... Weißt du warum? Warum? Ich glaube, das Hähnchenfleisch ist Hähnchenkotelett. Schenkelfleisch mit dieses schön fettige Fleisch, was einfach... Das kann eigentlich gar nicht trocken werden, fast schon. Boah, ich sag wirklich... Gute Benchmark. Das ist richtig, richtig krank, Alter. Ich weiß gar nicht, was am krassesten ist. Was ich aber fühle, dass du uns noch so ein bisschen Tabulimit bestellt hast. Vor allen Dingen jetzt kommt so dieser Schluck Ayran noch gefährlicher. Ich sag ehrlich, Digga, auf meinen hungrigen, leeren Magen, ja, das sprengt die Skala gerade. Das ist wirklich schon so eine 11 von 10 Grad. Was ich mich noch frage, wie willst du mir noch weitere Foodspots zeigen? Ich bin so satt. Jetzt bräuchte ich irgendwas Kleines, was Leichtes, was Erfrischendes, was Süßes. Was, ja, ich hab mich da ja was für dich. Okay, ab zum nächsten Spot. Second Food Spot, Bro. Wo? Du weißt ja, du willst was Kleines, was Süßes. Ja. Also führe ich dich zur besten Eisdiele in Deutschland 2015 ins Eislabor in Bonn. Ja, ich bin gespannt, Digga. Beste Eisdiele in Deutschland ist ein Flex. Von TripAdvisor sogar. Von da, wo wir immer unsere Bewertungen ziehen. Also, ich habe, glaube ich, noch nie eine Eispraline gegessen. Passionsfrucht, sehr, sehr kranke Sommerwave. Ja. Mhm. Knallt? Mhm. Total geil. Diese Schokoladenhaube ist so mega knusprig. Dann hast du innen drin so ein sahniges Eis, wie so Eiskonfekt. Ist ja im Prinzip auch Eispralinen. Ich habe doch schon Eispralinen gegessen. Das schmeckt aber wie Solero. Ultra lecker, wie dieses orange Solero. Ja. Zu Eis kann man gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Also außer ob es lecker ist oder nicht. Ja. Aber Blutorangensorbet hat sich auf jeden Fall auch noch nicht. Ich finde, ein gutes Eis zeichnet aus, dass es auch cremig ist. Nicht so schlechtes Eis ist sehr wässrig, sehr kristallig, luftig, wolkig. Wolkig. Blutorangensorbet. No joke. Das ist das beste Eis, was ich jemals
trinken. Nein, aber das dürfte es gerne bei jeder Eisdiele geben. Das ist auch nicht so wahnsinnig süß hier, das Eis, ne? Mhm. Checkst du, wie die hier so einfach komplett auf Kekswave sind? Sogar die Löffel sind. Sogar Keks. Die Löffel sind aus das Keks. Das ist nichtsdestotrotz sehr, sehr lecker. Nice Erfrischung zwischendurch. Und eine super Eisdiele. Ja, so für uns, für heute, für diesen schönen sonnigen Tag. Wir waren gerade zwischendurch ein bisschen kicken. Jetzt so ein leckeres Eis. Ist perfekt. Oh, ich bin gerade so richtig auf chillig im Mittagstief. Aber ich feiere es bisher sehr. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Spot wieder. Und noch zwei Spots habe ich noch für dich. Erstmal jetzt irgendwie ein bisschen spazieren gehen oder so, weil das Frühstück, Alter. Das Frühstück, sage ich schon. Es war ja mein Frühstück, aber City Express war hart. Wir sind da. Calador. Ich bin gespannt. Ich wollte gerade sagen, wir sind heute 10 Kilometer gelaufen. 10k Steps a Day. 10k Steps a Day auf jeden Fall abgehakt. Aber die brauchen wir auch, weil Eric hat schon angeteasert, das ist keine normale Pizza, die wir jetzt essen. Nein, wir sind bei Calador in der Bonner Innenstadt. Es ist eine Pizza, die du, glaube ich, noch nicht so gegessen hast. Es ist eine ehrenlose Pizza. Aber sie gehört zu deinen Top-Spots. Ja. Spannend. Bro, das ist so eine Pizza, weißt du? Eigentlich kommst du so um 4 Uhr nachts hier hin. So lange haben die auch auf, oder? Ja. Und dann ist die trotzdem gut? Krass, Alter, ich bin gespannt. Er hat mir erzählt, dass das sehr lecker sein soll bei euch. Super, danke schön. Bro, wir haben jetzt die Pizza. Ja. Und das Wichtigste, ich habe sie gerade schon gezeigt, ist jetzt diese Soße hier. Knoblauch. Du musst dir vorstellen, das ist der zweite Laden, das ist der neue Laden davon. Im ersten Laden war das immer in so einer Priel-Flasche. Oh, krank, ja. Ja. Die wird jetzt in ordentlicher Menge. Oder wir haben heute schon so viel Knoblauch gegessen. Ja, das ist ganz wichtig. Eric ist auf jeden Fall Team Knoblauch. Ja. Das ist es jetzt also. Ich bin ganz ehrlich, ganz offen zu dir. Das muss jetzt krank schmecken, weil so, das ist halt so, man sieht, die haben ein cooles Konzept. So, ne? Da liegen auch riesige Säcke Doppel-Null-Mehl, aber so vorgebackene Pizza, noch schnell was drauf, boom, boom, abgebacken. Ist so, das ist jetzt halt der Geschmack, überzeugen was. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch nichts, was jetzt fancy. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Qualität scheiße ist, aber das ist jetzt nicht so mit Liebe gebacken und so. Weißt du, wie ich meine? Das geht schnell so und das muss auch wirklich schnell gehen. Weil wie gesagt, hier kommt man so um 3 Uhr nachts hin, dann stehen hier 100 Leute, die wollen alle ihre Pizza haben. Ist richtig Action nachts, oder wie? Genau. Jeder Bonner war hier schon mal auf jeden Fall. Lass uns nicht lange reden. Von unten, schönen Boden. Die aber saugt das ist dein so, Favorit. Ja. Ja, die saugt so richtig den Alkohol auf, weißt du? Probieren wir, Bruder. Probieren wir. Also es macht mehr Sinn als gedacht, Bolognese auf Pizza. Schön knusprig auch, oder? Mhm. Auch der Boden, auch wie sie steht. Das haben die tatsächlich besser gemacht als sonst. Sag ganz ehrlich, Bruder, du kannst sagen, dass sie scheiße ist. Ist sie gar nicht. Nein. Ist sie echt nicht. Nein, die ist nicht scheiße. Die ist super lecker. Es ist nicht eine Pizza, wie du sie die letzten 2 Jahre dir gegönnt hast, wenn du mal eine Pizza wolltest, oder? Lass mich ausholen. Hättest du mir das gezeigt, nachdem wir nach dem letzten Spot noch in deiner Lieblingsbar waren, ja, da 2, 3, 4, 5 Stunden verbracht hätten und die dann gegessen hätten? Krass. Ja. Es ist halt so, guck mal, ich bin so, es hat so 100% seine Daseinsberechtigung an so einem faulen Sonntag, wenn man gesoffen hat, so weißt du, das ist so ein Ding, mit dem schickst du dich aus dem Leben. Mhm. Aber du kannst dich noch geiler aus dem Leben schicken, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja. Hier gibt es halt auch, konntest du mir ja nicht zeigen, Nilo, wo wir waren in Köln, so also, klassische genau, napolitanische ganz Pizza. Ganz genau. Gut, dass du sagst. Normalerweise, klar, hätte ich Nilo mit Stolz gezeigt. Mhm. Aber warum sollen wir nochmal zu Nilo gehen, wenn wir schon da waren? Mhm. Also es ist ja dasselbe. Mhm. Deswegen. Es ist halt eine andere Liga als zum Beispiel, was du mir heute Mittag gezeigt hast. Ja. Du meinst so, ja heute Mittag 11 von 10? City Express, ja. Das ist so eine 7,5. Das ist so ein Zweckessen. Wenn es den richtigen Zweck bedient, ist das übelst geil. Aber wenn du so kommst und die krassesten Sachen essen willst, ja, ist es neben den anderen etwas weniger, genau. Gleich beim Abendessen, ich habe extra einen Tisch reserviert. Mm. Da weiß ich, dass ich dich wieder überzeugen werde. Mm. Ich sage nur, selbstgemachte Pommes, ein Salat, der sehr unscheinbar aussieht, aber geschmacklich dich überzeugen wird, hoffentlich. Mm-hmm. Und Lammkoteletts vom Grill, die sehen wir gleich. Hast du Hunger? Nein. Aber es sieht interessant aus. Wir drehen uns mal um, dann sehen die Leute es auch. Es ist ein schnuckliges Eckchen, sage ich wir mal. Wir sind jetzt gefühlt, vielleicht auch, weil es jetzt was später ist, aber wir sind jetzt auf dem Dorf. Ein kleinerer Stadtteil von genau, Bonn. Kleinerer Stadtteil so. Aber griechisches Restaurant, sagst du, ne? Griechisches Restaurant. Gar nicht mal so viel Erfahrung habe ich mit griechischer Küche. Aber ich weiß, man kennt halt Gyros und so, ne? Genau, man weiß aber vor allem auch, dass sie sehr, sehr lecker sein kann. Deshalb bin ich gespannt, was du mir zeigen wirst. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Bro, lass uns das bitte teilen, okay? Okay. Wo sind wir hier? Wir sind auf Santorini. Griechische Traverne. Aber wirklich? Griechische Transfusion. Ich muss wirklich sagen, es ist sehr griechisch.
Ja, das Konzept ist eher griechisch gehalten. Greek-Style-Concept. It's like Greek. Wir sind schon so, wir haben keinen Tropfen Alkohol, wir sind einfach so betrunken vom Essen. Eric, sag gerne einmal, was wir jetzt essen werden. Was sind deine Empfehlungen? Also, ich bin hier ja nicht zum ersten Mal. Mm. Hier gibt es natürlich auch ein Gyros, hier gibt es ein Souvlaki, hier gibt es ein Moussaka, ganz klassische griechische Gerichte. Aber ich liebe hier die Grillspezialitäten und vor allen Dingen die Lammkoteletts. Ui, okay. Okay, also würde ich auf jeden Fall sagen, wir bestellen einmal die Lammkoteletts. Ja. Wir müssen davor noch eine kleine Vorspeise nehmen, okay? Du bestellst so, wie du für dich bestellen willst und ich nehme nur so jeweils eine Gabel. Okay. Wohl bekomm's, mein Junge. Kalimera. Frittierte Zucchini mit Tzatziki wahrscheinlich in der Mitte, ne? Ja, Mann. Hier ist das Gute und das Gute esse ich jetzt. Gegarte Zucchini ist ja so übelst weich und das Außen ist so trotzdem so perfekt knusprig. Hier ist das Ganze nochmal mit Aubergine. Ich nehme ja so eine kleine. Muss man einfach so ganz reinfetzen, oder? Kommt nochmal krasser. Weil das ist eine Aubergine. Die ist innen noch weicher irgendwie, ne? Ist noch weicher und die ist so von der Textur her gar nicht so, wie du die Aubergine kennst. Weil Aubergine hat häufig so einen leichten Chew. Die hat so ein bisschen Widerstand beim Kauen. Die ist so richtig so ein bisschen so luftig, mehlig und so wolkig. Genau, und die ist einfach innen drin einfach nur so eine luftige Masse. So. Ja. Das ist richtig lecker. Du hast einen Fehler gemacht, weil du mir jetzt als allererstes City gezeigt hast. Weil es so krass war. Bin gespannt, was du zu den Lammkoteletts sagst. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Weil ich weiß, dass du ein Fleischkonnoisseur bist und wenn du die abfeierst, dann sind die, glaube ich, next level. Danke sehr. Alles bis jetzt war nur Play. Wenn ich das so sehe, du hast ja auch so, wie du geredet hast, du meinst, das ist das Krasse und die Pommes sind das Krasse. Ja. Das sieht schon sehr, sehr saftig aus, muss ich sagen. Das hat ja wirklich so einen richtigen Glanz. So moist. Moist. Und was ich auch geil finde, dass sie das so hochgezogen haben. Checkst du, das sind so Lamb Chop Pops. Das ist das große Finale. Ja, bitte pack dir direkt einen Chop in den Tzatziki rein und rein. Aber mit like this. Ja. Problem ist, dass wir jetzt sogar for fun noch mehr Englisch reden als sowieso schon in den Videos. Die Leute kommen gar nicht mehr klar. Also ins Tzatziki rein und jetzt. Innen noch so leicht rosa. Ne? Butterzart, so ein richtig geiles Grillaroma. Man merkt auch, die Fleischqualität ist sehr nice, so ein schöner, durchwachsener Lammgeschmack. Das ist richtig lecker. Und jetzt die Pommes. Die sind sehr knusprig. Probier mal mit Tzatziki. Also, das soll jetzt so Endstufe sein, ja? Die Pommes mit dem Tzatziki. Warum lachst du? Die machen richtig Bock zu essen. Das sind so diese klassischen Pommes, die so Chips, die so Spaß schon machen, so die so doppelt, dreifach, vierfach frittiert sind, ja, so, weißt du? Also haben übelst geile Pommes, aber diese kranken Lammkoteletts stellen das so in den Schatten für mich. Die sind wirklich köstlich schmösslich. Oh, neue Wörter. Ja, dafür müssen Wörter erfunden werden. Ja, aber es ist alles egal, weil ich fühle, weshalb du herkommst. Du kommst wegen den Lammkoteletts. Ich komme wegen dem Salat. Und es lohnt sich wegen den Lammkoteletts. Und es lohnt sich wegen den Lammkoteletts. Es ist ein super schöner Laden zum Essen gehen, finde ich. Also so, man hat das Gefühl, man hat so ein authentisches Restaurant. Ja. Und wirklich nur dafür lohnt sich. Wir haben sicherlich schon besseres Essen gegessen. Aber jeder hat das vielleicht auch bei sich in der Hometown so. Man hat einfach so seine Spots, wo man schon sehr lange hingeht, wo man sehr, sehr gerne hingeht. Und wo auch die emotionale Bindung so ein bisschen vielleicht mitspielt. Safe. Und deswegen und ich fühle auch 100% der Spot davor mit der Pizza. Das ist so ein Ding, wo ihr vielleicht schon 100 Mal hingegangen seid, nachdem ihr feiern wart. Ja, ja. Und so, dann checke ich auch, dass das so eine Institution für einen wird, so, weißt du? Ja. Nichtsdestotrotz, ich bin so dankbar, dass du mir deine Seele gezeigt hast. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sehr nice. Bis gleich. Was soll ich sagen, Leute? Es gibt auf jeden Fall einen Laden, der mir ganz lange nicht aus dem Kopf bleiben wird. Und das ist City Express. Also no joke, der ist unnormal krass. Die anderen Läden, wie gesagt, haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber musst du die Bombe direkt am Anfang platzen lassen. Genau, du hast direkt einen Standard gesetzt. Wir sind übrigens gerade hier mitten im Dreh. Seid gespannt darauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wieder Cinemat.